Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last Guardian. Und über uns ist der liebe Trico. Und wir stehen auf der Kiste. Und er versucht sich durchzubuddeln. Müssen wir das vielleicht machen über dem Fass oder so? Er buddelt ja da, wo wir sind. Vielleicht müssen wir gucken, dass wir die Decke an dem Punkt wählen, wo er sich auch durchbuddeln. Oh. Kommt er jetzt da durch? Vielleicht muss ich einfach mal mich hier hinstellen. Hier drüben sieht es porös aus. Also anscheinend ist er kurz davor durchzubrechen. Ja. Ich brauche dich hier unten, Trico. Kannst du nicht deinen Schwanz drunter lassen? Das wäre voll praktisch, Trico. Ja. Da durch, Trico, genau. Oh, Moment, er hat den Schwanz da. Lol, seit wann ist denn der Schwanz da vorne? So. Okay, einmal kurz ein bisschen gleich ausbalancieren und... Nein. Ja, komm, und hoch. Na, oh. Ja, na komm. Und spring. Nein. Oh Mann. Ich dachte, ich bin nah genug dran. Verdammt, ich dachte wirklich, dass ich so weit komme. Weil das sah gar nicht so weit aus. Jetzt aber. Jetzt müsste es easy sein. Puh. Yay. Oh je. Es sieht ganz schön gerupft aus, Trico. So. Was denn hier passiert? Das war doch eben noch nicht so, oder? Ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich sehe nichts. Wo müssen wir jetzt denn... Müssen wir nach oben, Trico? Echt? Wo guckst du denn hin? Sind wir echt da hoch? Nee, oder? Schaffst du das? Im Ernst? Wow! Never hätte ich das gedacht. Okay. Dann da nochmal hoch. Wow. Oh nein, die sind Viecher. Ich muss runter. Ich muss ihm helfen. Achso, das war's schon. Nein, nein, da ist er wieder. Sehr gut, Trico. Ganz ruhig, Trico, Trico, hey. Ganz ruhig.
Ganz ruhig. Alles wieder gut, Rico. Wir gehen jetzt erstmal hier durch. Und haben hier erstmal ein Fass für dich. Ich weiß gar nicht, ob ich das da durchbekomme. Ah, doof. Ja, wir haben hier zwei Truhen. Adunete Sese Biukuzi. Iwete Kasi. Tunek. Oratu. Ona Katu. Awesi. Okay. Also ich muss mal gucken, ob ich das nicht auf das Fass nicht auf das auf die Kiste. Oh nee, echt. Auf die Kiste werfen kann. Dass ich das dann da oben durchbringe. Das ist natürlich ein bisschen tricky. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Aber ich glaube, es ist machbar. Ganz im Ernst, ich glaube, das ist genau dafür da. Weil hier dieser Raum hat einfach nur zwei Kisten. Ich glaube, dass man die beiden Kisten nebeneinander schieben muss. Damit man den Bereich vergrößert, damit es auf jeden Fall da oben liegen bleibt. Boah, das ist... Ich würde es gerne... Das Schieben ist ein bisschen blöd gelöst. Aber man hat so eine komische Achse, um die man schiebt. Deswegen ist Ziehen ist sehr gerade. Aber Schieben ist so komisch. Okay, okay. Jetzt müsste es aber gehen. Das ist natürlich das Problem. Okay, wie schaffen wir das jetzt? Okay, also entweder müssen wir es ein bisschen so schräg werfen. Oder ich schiebe das noch, und ich kann vielleicht das noch ein bisschen nach, ein bisschen, oh nein, ich wollte nicht klettern, ranschieben. Warum klettert er denn, wenn ich auf Kreis drücke? Hä? Ich will das schieben. Hier, greifen, Kreis. Moment, ich habe eine Idee. Ich muss jetzt gucken, dass ich das von der Seite irgendwie werfe. Na komm. Ach, Menno. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Wenn es so gedacht ist, ist es ein bisschen blöd gelöst. Nein! Ah. Vielleicht sollten wir die Kisten hintereinander stellen. Boah, das Schieben ist ganz doof, finde ich. Die Axt ist einfach... Ich krieg das nicht hin, dass das gerade ausgeschoben wird. Naja, egal. So müsste es auch funktionieren. Wir müssen es nur einmal kurz auf so eine Kiste kriegen. Das ist das Wichtigste. Wenn wir es einmal drauf haben, dann haben wir es geschafft. Muss man nur schaffen, irgendwie gerade zu werfen, weil man hat ja kein Zielkreuz oder so. Das heißt, es ist ein bisschen random jetzt. Es war jetzt schon fast. Okay, ungefähr von hier so. Sehr gut. Warum? Nein! Oh... Die Lücke nicht zu, oh Mann. Das Schieben.
Ah, das ist wirklich... Das ist echt doof. Das Schieben... Das ist... Ich kann das nicht ranschieben. Das geht nicht. Ich kann es nicht ranschieben. Man kann das Teil nicht gerade schieben. Das ist wie, als hätte man die Achse an ihm dran. Und das ist... Ich verstehe das gar nicht, warum man das so gelöst hat. Schieb doch bitte. Ich drücke auf Kreis und er klettert immer wieder hoch. Warum? Warum? Kreis. Ja, und er schiebt sich schon wieder so im komischen Kreis. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Nun gut. Also gerade ist das... Ich finde, es ist unnütz ein Problem. Es ist absolut unnütz ein Problem. Das müsste kein Problem sein, wenn man da ein bisschen die Steuerung verändert hätte. Weil jetzt habe ich... Ich habe ja nur ein Problem. Weil ich das Einfachste im Spiel quasi nicht schaffe. Und das ist einfach nur hochklettern. Oh, wir haben es geschafft. Puh. Das war jetzt echt ein Akt. Oh, Trick, Entschuldigung. Jetzt die Frage, Trick, wo müssen wir weiter? Ich glaube, wir müssen nach oben oder so weiter. Weil hier hinten geht es ja einfach nicht weiter. Moment, was? Okay. Also ich glaube, dass wir... Nee, Moment. Nee, hier können wir gar nicht hoch. Kommen wir hier raus? Kannst du die Tür aufmachen, Trico? Ach lol. Hier sind ja... gut. Hä? Kommt man da irgendwie hoch? Also ich weiß nicht, wofür das jetzt ist, das hier außen. Oder ob es überhaupt für irgendwas ist. Oder ob das einfach nur hübsch ist. Jetzt komme ich ja hier drüben weiter. Ha. Schwierig, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir ihn quasi animieren müssen, das hier durchzuschieben, weil wir selber kommen dann nicht durch. Kannst du die Tür aufmachen, Trico? Ja, kannst du? Okay. Also, ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade weiter müssen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier durch müssen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas... Au. Aber ich gucke mal, ob ich hier nicht irgendwas vergessen habe. Aber es sieht nicht danach aus. Es ist alles abgesperrt. Hier sind nur diese beiden Kisten. Hier ist nichts. Da hoch auch nicht. Ja, ich glaube, das ist der einzige Weg. Das ist jetzt gerade aber echt schwierig. Ich sehe hier gerade keinen Weg. Hier ist nichts. Ich glaube aber, das ist, da drüben sieht es schon nach eher was aus. Vielleicht muss ich da vielleicht dagegen rollen? Na komm.
Wie kriegen wir diese Tür auf, wenn Trico uns die nicht aufmacht? Oh, oh Gott, Alter, bist du nicht so gewohnt gewesen? Da kommen wir nicht hoch. Und hier außen können wir uns, glaube ich, nicht rumhangeln. Also ich sehe hier nichts, wo wir hangeln können. Wir müssen da rein. Das kann, im Endeffekt müssen wir mal gucken, ob Trico vielleicht, wenn wir an ihn drauf klettern, da durchgeht. Ah, ich verstehe. Ist er nach da oben? Nein, nach oben, Trico. Bitte. Nach oben. Genau, 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 genau. Richtig. Yes. Uah. Nächstes Mal sollte ich ein bisschen weniger Schwung nehmen. Okay. Damit kommen wir von oben drauf. Das ist schon mal super. Ha. So. Vorsicht, nicht runterfallen. Kommt der durch? Oh mein Gott. Boah, Hilfe. Nein. Oh Gott. Oh nein. Ach nein, ich bin zu früh gesprungen. Schnell. Okay, springen. Oh mein Gott. Vielen Dank, Trico. Ja, ich bin sicher drauf, danke. Wo sind wir denn jetzt? Oh mein Gott, das ist ja echt wieder... Was sind das für riesige Türme? Oh mein Gott. Nun gut. Aber, dann verarzt dich hier nochmal ein paar Stellen von Trico. So. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.